Wow! Es kommt sehr selten vor, dass ich auf dem Presseserver von Warner Brothers auch mal Trailer finde. So Flash warte ich immer noch. So Evil Dead Rise auch und der Film erscheint jetzt bald im Kino, also dazu gibt's keine Trailer-Reaction mehr. Schade eigentlich. Aber zu Blue Beetle. Blue Beetle, eine DC-Verfilmung, auf die ich persönlich mal so überhaupt nicht gewartet habe. Weiß ich nicht, wahrscheinlich noch nicht einmal Relevanz haben dürfte für das, was James Gunn mit dem DCEU anstellen wird. Und ein Charakter, den ich schon in den diversen Comicfilmen nie mochte. Bei den Titans zum Beispiel. Die ganzen Comicfilme, die man da kaufen kann mit den Titans. Nee, ich kann diesem Charakter nichts abgewinnen und ich habe jetzt schon überhaupt keine Lust, mir eigentlich diesen Trailer reinzuballern. Aber ich mach's trotzdem. Nicht, weil ich's muss, sondern bei Warner Brothers in dieser speziellen Situation einfach, weil ich's endlich mal auch kann. Let's go. Verzeihung, Mr. Reyes. Kratzt du noch den Kaugummi von der Liga oder was? Alles gerade so unerreichbar an. Du landest immer auf den Füßen, Bro. Du bist Jaime. Bro. Wir kommen nicht oft raus. Jenny. Die Musik ist geil. Schütze es mit deinem Leben, aber mach es nicht auf. Du wolltest uns Jobs besorgen und kommst mit einem Hamburger zurück? Ich glaube nicht, dass das ein Burger ist. Du hast nicht nachgesehen? Was zum Teufel ist das? Wie hast du es dazu gebracht? Ich glaube, es mag mich. Was ist denn dein Gesicht? Nett. Nett. Die Animation ist cool. This ain't what you want. Nice. This ain't what you want. This ain't what you want. Bisschen Venom-like. Mit Word verbunden. Wer hat das gesagt? Cool. Aber ich bin im Weltraum. Bereit zum Wiedereintritt. Warte. Oh. Das geht hier ab. Das heißt Skarabäus. Es ist eine Art Weltvernichtungswaffe. Es beschützt seinen Welt. Manchmal tut es, was du willst, und manchmal auch nicht. Das ist cool. Ich glaube, ich habe einen Bus zerteilt. Der Skarabäus hat dich auserwählt. Aber er gehört mir. Die Liebe zu deiner Familie macht dich schwach. Das Universum hat dich beschenkt. Und du musst dir überlegen, was du damit machst. Was immer du dir vorstellst. Ich kann es erschaffen. Lass uns Spaß haben. Gute Wahl. Okay. Voll das Batman-Zeug. Batman ist ein Faschist. Okay, also ich muss es relativieren. Dieser Trailer macht Bock. Die Choreografie ist cool. Gut, über die Animation kann man hier und da streiten. Das ist vielleicht noch in der Optimierung, man weiß es nicht. Aber tatsächlich, der Humor, der zieht und vor allem die Action, die Choreografie ist cool. Dieses Schwert, was sich da bildet, das ist, und dann, wie er damit so. Das ist cool. Gut, ich kann jetzt mit dem Darsteller von Blue Beetle, aka Jamie Reese, nichts wirklich anfangen. Das ist nämlich Xolo Marienduena. Gut. Auch mit dem restlichen Cast kann ich gefühlt so gut wie gar nichts anfangen. Zumindest dem, den ich hier gerade aufgeschrieben habe. Aber gut. Okay. Ich sage jetzt erst einmal okay. Ich bin interessiert. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den tatsächlich im Kino geben werde. Ich muss dafür noch einen Trailer irgendwann mal sehen. So einen finalen Abschlusstrailer, damit man auch mal ein bisschen was über den Antagonisten oder wahrscheinlich sogar hier in dem Fall die Antagonistin und den Antagonisten lernt.
Und dann darf man gespannt sein. Ansonsten ist der Anzug ähnlich wie beim Iron Man Anzug, nur eben nicht selbst kreiert, spricht mit seinem Träger und kann alles Mögliche an krassem Scheiß generieren. Also, ja, das ist Blue Beetle. Ich bin interessiert, gespannt, überrascht, dass der Charakter tatsächlich auch mich mitziehen kann, imstande dazu ist, überhaupt bei mir Interesse zu wecken. Das finde ich schon bemerkenswert, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ähnlich wie bei The Flash, auch hier tatsächlich meine Erwartungshaltung nunmehr etwas gestiegen. Der einzige Film, bei dem ich nicht so wirklich erpicht darauf bin, den inzwischen zu sehen, ist Aquaman, Fischjunge und Blaubarschbube und Fischjunge, ist auch egal. Auf jeden Fall diesen Aquaman mit Jason Momoa. Ich weiß nicht, was die damit anstellen. Ich habe jetzt schon Angst. Oh, Jason Momoa, Patrick Wilson wieder am Start und ach Gott, nee, komm, lass mal. Jetzt einfach mal, wie Peter Lustig schon sagte. Ab, ne? Nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach geil.